Willkommen zu einer neuen Aufnahme zur Kampagne von Legacy of Duelist. Beim letzten Mal haben wir verloren. Mal sehen, ob wir dieses Mal gewinnen. Und falls nicht, könnte es eine Weile dauern. Nun gut. Aber das wird wahrscheinlich noch häufiger passieren. Na nun. Okay. Laufen wir mal mit den Fans auf dem Spielfeld. Ach, ganz klasse. Jupp, Menschenfresser-Gäfer. Aber wenigstens ist er verschwendet. Ach ja, stimmt ja, sagt er einfach. Ich würde gern sagen, ich hätte irgendwas in dem Petto, was das sofort vernichtet, aber. Leider nein. Ich meine, dieses Deck hat mit Ausnahme für das schwarze Magier. Ja, mit Ausnahme des schwarzen Magiers und der weißen und Totenschädel sind ja ordentliche Karten. Der Gemuscha der blauen Flamme? Nein. Einfach nur nein. Autsch, stimmt ja. Sag Verkäufer. Ich hätte mich gut, mich daran zu erinnern. Okay. Das sieht nicht gut aus. Obwohl, wenn ich das hier kombiniere. Dann hätte ich doch schon mal. Ein Herbeiwurf und Totenkopf auf dem Feld. Der wird zwar garantiert sofort mit Überläufer übernommen. Aber immerhin hätte ich ihn dann auf dem Feld. Sakura verliert auch mal Lebenspunkte. Ist doch mal gar kein so schlechter Start. Okay, also dann. Ach, ich bin mal so frei. Alles auf Angriff. Ach ja, stimmt ja. Sargverkäufer. Lästig. Aber das sollte auch etwas zwicken. Ach, was soll's. Wenn man schon verliert, dann doch mal richtig. Ich möchte mich nicht angreifen. Okay. Aber es gibt keinen nächsten Spielzug. Und gewonnen. Na, geht doch. Okay, also. Mann, zum Ende der Story. Bist du in Ordnung, Bakura? Jetzt bin ich es, dank dir! Wo hast du deinen Millennium-Ring herbekommen? Mein Vater fand ihn auf einer seiner Reisen. Er sagte mir, er sei aus dem antiken Ägypten. Er war am Shoppen auf einem Bazar, als ihm der Millennium-Ring ins Auge fiel. Der Mann, der den Ring an meinen Vater verkaufte, sagte, es hätte etwas mit Duellmonster zu tun. Aber das machte nie Sinn für mich, da das Kartenspiel neu ist und der Ring eindeutig antik. Als mein Vater zurückkam, gab er ihn mir. Er sagte, er fühlte, dass ich dazu bestimmt war, ihn zu haben. Jo, und so ist der Geist des Rings entstanden. Also dann. Ich würde sagen, diesmal haben wir ja gewonnen. Also bis zur nächsten Aufnahme und zur nächsten Kampagne. Also, Ariadas! Und selbstverständlich muss man das Ganze wieder auf die altmodische Art beenden.